Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 3. Hat aber nichts mit dem Kamin Sims zu tun. Und zwar drücke ich mal auf 1, damit es weitergeht. Ich habe eben noch mal kurz was genascht. Zähne geputzt, Gesicht gewaschen. Auf dem Pott. Schon mal so ein bisschen Bett fertig gemacht. Jetzt ist es kurz nach Mitternacht. Ich habe aus dem Fenster geguckt und sehe schon, dass bei den Nachbarn alles dunkel ist. Sind die schon alle im Bett um Mitternacht? Naja, morgen ist Montag, beziehungsweise heute, je nachdem, wie man sieht, ob man nach dem Tag geht oder nach dem Schlafen gehen. Ja. Huh. Nee, ich nehme immer relativ spät auf, ne? Fällt mir so auf. Das liegt aber auch daran, weil ich mir immer denke, ich möchte gerne nicht gestört werden. Stell dich mal vor, jetzt klingelt das Handy. Müsste ich rangehen. Wäre aber auch nicht schlimm. Oder es klingelt an der Tür. Wäre jetzt nicht schlimm, oder? Eigentlich nicht. Aber ich versuche immer zu vermeiden, dass irgendwas ist. Irgendwas sein könnte. Wie gesagt, dass es klingelt an der Tür. Dass es... Ja, wie gesagt, dass man mich anruft oder mich irgendwas Wichtiges passiert, was ich dann verpasse, was ich eventuell im Internet... Aber Quatsch! Erstmal, was sollte ich Wichtiges verpassen, großartig? Und wann habe ich das jemals? Dann sitze ich da und versuche, mich zu beschäftigen und auf Abruf zu bleiben. So nach dem Motto, wenn was passiert, ich bin da. Und dann rutsche ich in sowas wie, gucke ich ein paar Videos im Netz und mache Smalltalk. Ich kümmere mich nicht um Leute, mit denen ich mich tiefer mal unterhalten könnte. Nein, ich mache Smalltalk. Was habe ich am Ende davon? Gar nichts, denn den gleichen Smalltalk kann man am nächsten Tag ja wieder anfangen. Ist eigentlich doof, ne? Warum nehme ich Let's Plays nicht tags auf? Als ich neulich so Hardcore Let's Plays aufgenommen habe, habe ich auch erst spät nachmittags angefangen und bis in die Nacht rein. Da habe ich dann Session an Session an Session gehabt. Aber ich fing auch erst spät nachmittags an. Warum fange ich nicht mal vormittags an? Warum stehe ich dann nicht mal vormittags auf? Warum nehme ich nicht mal den Tag voll mit, dass ich irgendwie so um 7 aufstehe und dann vielleicht so bis 8 mich frisch mache und draußen irgendwie im Feld rumgehe und dann kann der Tag beginnen. Und dann würde ich so um jetzt spätestens ins Bett gehen. Mehr Licht heißt ja auch mehr Motivation. Leute, helft mir mal ein bisschen. Tretet mir in den Arsch. Und erzählt mir mal, jo, Junge, mach das mal. Motiviert mich doch mal in den Kommentaren dazu, mich selbst in den Arsch oder mir selbst in den Arsch zu treten und zu sagen, Jan, sei nicht doof. Verschwende nicht einfach so deine Zeit im Glauben, du müsstest auf wegen irgendwas, was eh nicht passiert, auf Abruf sein. Nutze den Tag. Das sind auch so Gedanken, die mache ich mir selbst nicht. Außer wenn ich mit euch drüber spreche, zum Beispiel. Das ist ja was das für ein Wunsch. Nein, weg damit. Mehr Jungfrau sehen, das ist cool. Nee, wisst ihr? Also, das sind so Sachen, da denke ich selber gar nicht drüber nach, weil ich ja immer so durch allen möglichen Scheiß abgelenkt bin, der mich quasi auf Abruf halten soll. Aber wenn ich mit euch darüber spreche, dann denke ich darüber nach. Auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann denke ich so, warum bin ich da nicht schon eher drauf gekommen? Da bin ich selbst gar nicht drauf gekommen. Da komme ich erst drauf, wenn wir miteinander sprechen. Das sind manchmal echt so ganz lustige, merkwürdige Vorkommnisse. Was sagt er dazu? Ist schon lustig, ne? Wie sieht es eigentlich aus? Beziehungen haben wir ein paar... 16 Tage noch, bis ich alt werde, will ich gar nicht. Erwachsener? Junge Erwachsener? Und dann werde ich ein Erwachsener. Will ich gar nicht werden. Gibt es hier Vampire, die mich beißen können? Ja, komm, das ist nicht schlimm, sich ein bisschen krank zu fühlen. Also wie gesagt, unterstützt mich einfach mal ein bisschen. Sagt mir in den Kommentaren mal, Junge, zieh den Arsch mal früh morgens hoch und starte den Tag. Weil das ist echt immer dieser Teufelskreis, ne? Den ganzen Tag ist man nur so halbwegs da. Man ist sowieso noch ein bisschen müde, weil der Rhythmus im Arsch ist. Und genauso meine Augen tun auf einmal nicht mehr weh. Tagsüber taten sie mir eher weh. Wahrscheinlich, weil ich mich zu viel auf Gekröse konzentriert habe. Und hier gucke ich ja hin und her und alles. Ob jemand vor... Nein. Jetzt geht's mir echt wieder super. Als ob ich gerade aufgewacht bin fast. Aber natürlich gehe ich auch bald ins Bett. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Sag mal, wer jammert denn hier rum?
Horst, du bist der Nächste, wenn du nicht aufhörst zu jammern. Naja, und er hört auf zu jammern, er hat mich verstanden. Nee, wisst ihr, wie ich meine? Wie gesagt, immer dieser Teufelskreis. Man steht dann irgendwann mittags auf und denkt sich dann so, ach ja, heute ist nichts. Ja. Und dann halt diese Berieselung. Man macht fast nichts Sinnvolles, um auf Abruf zu bleiben. Und abends fängt man dann an. Irgendwann abends macht man dann was. Nämlich wie bei mir zum Beispiel im Moment wieder mehr aufnehmen und so. Und das dann auch gerne bis in die Nacht und am Morgen. Und dann schläft man wieder bis mittags. Alles geht wieder von vorne los. Einfach so bei den Nerds schwer aufrechterhalten. Wenn du mit ihnen keine Zeit verbringst oder Videospiel spielst. Dave Blinzel trägt eine soziale Gruppe Nerds zu den Titel Ungebunden. Oh, ich bin froh, wenn das Gejammere endlich weg ist. Dass man das nicht einfach vergessen kann. Gott, dieses Gejammere. Vor allem, das waren ein paar Tage hier, die sich alle gekannt haben, ne? Ich habe auch schon mal jemanden verloren. Und ja, da hat man auch geweint. Aber nicht Leute, die man ein paar Tage kennt. So. Habe ich gerade gesehen, dass das da noch ist. Ich bereite mich nur schon mal vor, darauf alles hier ranzuziehen. Warum mache ich das nicht eigentlich schon? Warum mache ich das nicht einfach? So. Und flupp. Und ach ja, es geht natürlich mal wieder nicht. Wegen, warum auch immer man nichts verschieben kann, wo so ein Ding da dran ist. Keine Ahnung. So. Dann wäre das da dran. Dann hätte ich nämlich auch überall mehr Platz. Das ist ja auch nichts Schlimmes, mehr Platz zu haben. Das mehr ans Fenster auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt aber echt Platz. Scheiß aus hier am Ende der Welt. Wie sieht es bei mir hier im Wohnzimmer aus? Oh Gott, so viel Platz habe ich auch in der Realität nicht. Was machen wir denn hier hin? So, ein paar mehr von den Teppichen. Ich will mir jetzt hier nichts mit Simpoints kaufen. Ganz ehrlich, die haben bestimmt 300 Euro daran verdient, dass ich hier alles von Sims habe. Das ist echt was man sonst für nichts an Spielen ausgeben würde. Also, okay, zumindest wüsste ich das gerade nicht so. Und deswegen sollen die mir nicht noch versuchen, durch Shops noch mehr Kram anzudrehen. Ne? Ich will nicht alt werden, ich muss mich von irgendeinem Vampir hier beißen lassen. Aber ich habe bisher nur Feen gesehen. Und Feen, wenn die an den Hals beißen, da passiert nicht viel. Zum Glück jammert die Katze nicht so laut wie die anderen hier immer alle. Und Overwatch habe ich heute so ein bisschen nebenbei gedaddelt, während ich Stream gesehen habe. Overwatch ist aber auch, glaube ich, was, das werde ich nicht zocken. Das werde ich nicht streamen oder allgemein spielen. Weil Overwatch, das behalte ich für mich. Das sind so kleine, fixe Runden, ohne viel Story, ohne alles Mögliche. Und da muss ich mich auch konzentrieren und alles. Und Overwatch werde ich, glaube ich, ewig alleine spielen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil dann habe ich auch mal ein Spiel, was ich einfach mal kurz schnell, mal kurz schnell irgendwie 10 Minuten Runde rein, ohne dass ich eine Aufnahme deswegen starte oder so. So, Jutta, diesmal verpennst du nicht, dafür passe ich jetzt mal auf. Verstehst du? Das ist dann, mal so ein Spiel. Genauso wie Heroes of the Storm. Ich weiß nicht, was ich euch zeigen soll. Das hat auch keine Story halt, weißt du? Kann ich euch zeigen, hier, guck mal, neue Map, hier und da eine neue Map und da eine neue Map. Und das ist natürlich alles spannend und cool und ich kann euch zeigen, wie toll ich spielen kann und mit einigen Charakteren bin ich mittlerweile auch ganz gut. Da spiele ich manchmal mit Freunden ein paar Runden und dann wird man halt mit der Zeit ein bisschen besser. Man kann Erfolge für andere Spiele sammeln, aber ist halt auch wieder sowas, das spiele ich gerne für mich. Bei Diablo zeige ich euch, wenn was Neues kommt. WoW machen wir alle Jubeljahre mal wieder 2, 3, 4 Aufnahmen hintereinander weg. Und dann mache ich wieder eine Zeit lang nichts. Ja, StarCraft immer, wenn was Neues kommt.
Also bei den Blizzard Games jetzt gerade. Und Hearthstone habe ich jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr vernünftig gespielt. Das sollte ich, glaube ich, auch nicht let's playen. Weil ich mich da überhaupt nicht mehr richtig auskenne. Ist halt, auch wenn es ein tolles Spiel ist, ist es halt nicht alles was für mich, ne? Ja. Kochen können sie hier ja alle nicht. Jutta. Ah, guck mal, jetzt, wo ich aufpasse, achtet sie auch drauf. Das ist hier wie Quantenphysik. Die Leute sind nur top drauf und so und denken an alles, wenn man sie beobachtet. Und sonst bauen sie nur Mist. Das ist unglaublich. So, er ist ja auch gerade wieder dabei am Wuseln. Die Kitty, was macht die? Der geht's auch nicht so super, ne? Warum eigentlich nicht? Ach so, eigentlich nur wegen der Trauer. Sonst ging es ihr ganz gut. Alle sind ein bisschen runtergezogen durch die Trauer. Und ich muss mir echt hier irgendwelche Vampire suchen, die mich beißen, damit ich länger leben kann. Ich würde nämlich gerne den Haushalt hier überleben, weil das geht einem doch auf den Keks, so viele Leute, die dann auch immer so viele Bedürfnisse haben. Du kannst dich nicht um alle kümmern, alle sind nur am Jammern. Deswegen sage ich ja, jeder kann gerade die die Verantwortung von über sich selbst übernehmen. Außer, sage ich mal, ne, wenn man so ein Kind hat, dann kann man da schon mal quasi anderthalb Verantwortung übernehmen. Ne? Zwei übernehmen die Verantwortung zusammen nochmal für eine Zeit lang. Das geht dann vielleicht auch noch, aber an sich. So, ich wach doch jetzt bitte mal auf und dusch erstmal. Nee, weißt du, wie ich meine, ne? Deswegen soll man durchaus so sehen. Und ich kann hier mich echt nicht um 8 Leute, eine Katze und einen Drachen kümmern. Das ist halt. Die würde ich mitnehmen. So. Hals juckt. Was macht der da schon wieder? Der guckt auch so drömmelig. Reste von Tofu-Hotdog essen. Na, das klingt ja lecker. Ich hoffe mal, dass ich nicht die Dusche wieder sprenge hier. Ich cooler Mensch. Einfach eine Dusche kaputt machen. Toll. Yay. Die Garten etwas vollgehauen, ne? Aber immerhin, ich habe die Etage jetzt eingenommen. Ich habe quasi die Wohnung meines Nebenmanns einfach weggelutscht. Die existiert nicht mehr. So, und anschließend könntest du nochmal aufs Klo gehen und machst dir dann irgendwie Frühstück. Gott, das ist sogar mal morgens. Mach dir Pfannkuchen. Und dann könnten wir mal wieder ein bisschen Spaß haben. Was ist heute für ein Tag? In der Sonne schützen. Und dann mach das. Auf jeden Fall. Das war ja auch noch. Lebenszeitbelohnung. Ich hab. Mecker nicht, friss wat. Startet in 8 Stunden. Und dann ist Wochenende. Und bei mir hier in der Realität endet es gerade. Unwiderstehlich. Ach so. Jean-Carlos See. Was? Jean-Carlos Seegebrecht. Ursel kümmert sich um den Drachen. Auch wenn das nur ein Spiel ist, ich will hier immer nicht so denken, so nach dem Motto, ach komm, überlebst du die hier mal, hast du deine Ruhe. Die sind an sich hier alle so, ich glaube, das sind diese Spiegelneuronen, dass man sich in andere reinversetzen kann. Weißt du, die kümmert sich lieber um Drachen und alles und hier und da und alle machen ja auch ein bisschen was und man möchte immer lieb zu allen sein. Also ich möchte das. Deshalb fällt es mir immer schwer zu sagen, komm, überleben wir die mal alle. Sind sie weg, haben wir unsere Ruhe, können wir wieder vernünftig spielen. Und ist nicht so anstrengend und man kriegt auch alles mit und so. Und kann sich auch vernünftig kümmern. Es ist schwer. Es ist schwerer, als man das so denkt. So, Sonja sitzt bei mir am Rechner. Warum zieht ihr nicht alle bei mir ein? Ich habe doch jetzt genug Platz. Und ihr seid mir eh die ganze Zeit nur am Kappes machen. Gut, das sieht aber alles noch gut aus hier. Ich habe immer kurz umgeguckt, ob ich hier irgendwas vergessen habe anzustreichen oder so. Die betrachtet wahrscheinlich wieder die Leere des Lebens. Und denkt an Raben. Dann ging es mir gut. Ich mag Raben, habe ich schon mal gesagt. Ein Raben und eine Katze. Hätte ich jetzt gerne als Haustiere. Klingt, als ob ich eine Hexe wäre. Aber, wie gesagt, Katzen, ich bin sowieso der Katzenmensch, ne? Hund, Katze. Manche sind das eine, manche das andere.
Ja, gegessen habe ich wieder nicht, weil ich nicht aufgepasst habe. Ist auch egal, dann gehst du jetzt halt hungrig deine Nachforschung machen. Das ist mittlerweile wurscht. Es ist, als ob ich zu doof zum Fressen wäre. Der erste beginnt mit einem Vampir. Ach, im Internet. Stimmt, chatten. Chatten könnte ich mal. Dann könnte ich auch mal Vampire kennenlernen. Ich muss mich innerhalb der nächsten 15 Tage beißen lassen. Am besten nicht so weit hinten, weil man wird ja trotzdem irgendwann älter. Und je länger ich warte, desto schneller werde ich dann auch trotzdem älter. So, Untersuchung unterstützen. Sehr schön, haben wir das auch mal. Habe ich sonst noch irgendwelche Gelegenheiten, heißen diese Dinger ja, die da so aufploppen? Nee, sonst hat die keiner. Oh, in 19 Stunden ist dieses Gejammere endlich vorbei. Dann ist der Grabstein weg. Also hier im Profil. So, du stinkst. Also jetzt mal so fernab von Gut und Böse. Der stinkt halt. Kann hier nichts für. Wer ist das? Du hast coole Klamotten an, die klaue ich dir. Wobei, das war das, war das ein Kleid oder war das ein Schlupfkleid? Weil Schlupfkleider tragen ja auch Männer. Gut, ich sag mal, wenn ich jetzt also als Mann Bock hätte, ein Kleid zu tragen, würde ich das auch machen. Aber ich finde es nicht ästhetisch. Also würde ich es dann doch wieder nicht tun. Aber ich verurteile jetzt niemanden, der als Mann ein Kleid trägt. Das ist jedem gegönnt. Im Endeffekt ist das nur Stoff. Und es gab Zeiten, da haben auch Männer Kleider getragen. Das war das Normalste von der Welt. Ist heute nur ungewöhnlich, weil man es nicht mehr sieht. Aber in der Renaissance, guckt euch an, wie die Männer rumgelaufen sind. Da würdest du heute Tunte zu sagen. Das war früher ein Zeichen von Standard. Ne, von, du kannst dir was leisten. Wenn du dir da Kleid und Schminke und hochhackige Schuhe mit Strumpfhose und alles zugelegt hast, da konntest du dir was leisten. So, der geht automatisch duschen, das ist schön. Was geht so? So, da bin ich gleich fertig. Da könnte ich vor der Arbeit. Weiß, ich bin ja kein Unmensch. Imbiss, Kochunterricht. Wäre, glaube ich, für ihn auch mal sehr sinnvoll. So. Kannst du ja was futtern, dann geht's dir wieder besser und du bist hier nicht am Rummäkeln. Haben wir es denn bald? Fahrgemeinschaft für Dave fährt in einer Stunde. Ich versuche dran zu denken. So, wer läuft da lang? Gott, rennt da jemand. So, und Memo an mich selbst, am Wochenende Vampire suchen, die einen beißen können, damit das hier mal ein Ende hat. Mit dem Altern. Wenn das in der Realität auch so einfach wäre. Aber es ist trotzdem ein großer Schritt, denke ich mal. Stellt euch mal vor, würdet ihr das eintauschen können? Stellt euch mal vor, ihr könntet die Sonne nicht mehr ertragen. Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn hier los? Also irgendwie hängt da gerade irgendwas, oder? Eindeutig hängt da gerade was. Das ist Geräusch von Yeah, du hast es geschafft. Oh Mann, da hängt gerade irgendwas. Ja, auch dieses Spiel ist nicht bugfrei, wie man sieht. Ein Gemälde fertiggestellt, ist schön. Da nörzert sich alles ums... Ja. Haben wir das. Nee, weil ich erhalte hier auch gerade keine Mitteilung oder so. So, berufsmäßig, was? Tageswerk vollrichtet. Und wie sieht es hier mit der Karriere aus? Oh, das hat alles zugelegt. Aber hier kommt auch keine Nachricht darüber, was ich gerade gemacht habe. Also irgendwie hängt das. Die Musik kommt jetzt dauernd in Dauerschleife. Ich versuche mal gerade zu speichern. Und ob es dann weg ist. Dann mache ich mal einen Trick. Ich verlasse den Haushalt und gehe einfach wieder rein. Dann müsste das ja resettet sein. Dieser kleine Fehler. Außer ich speichere jetzt natürlich den Bug. Und wir hören diese Musik für immer. Dann stelle ich aber alles aus. Stadt bearbeiten. Fortfahren. Nie?
ins Spiel zurückkehren, fortfahren. Oh, was ist denn hier los? Jetzt werde ich langsam stinkig. So, warte. Ich spule mal die Zeit vor, damit ich esse und dann den Unterricht mache. Und dann verlasse ich den Haushalt und gehe wieder rein. Persönlichkeit, was künstlerisch, mürrisch und Computerfreak verloren und dafür Stubenhockerin, ordentlichen Hundefreundin bekommen. Sag mal, bei der wechselt ja dauernd alles durch. Warum ist das bei der so? Zu spät zur Arbeit gekommen. Wird sich mal daran erinnern, als er auf die Uhr feststellt, dass er schon längst unterwegs sein müsste. Ja, wenn Mama nicht auf alles achtet, ne? Nee, aber das mit der Musik geht mir gerade mächtig auf den Keks. Ich hasse solche Schleifen. Show. Fehlerchen. So, Janke soll also wissen, aber irgendwie kochen erweitern hat Besuch. Macken des Lehrers werden ihm auch einige Zeit im Gedächtnis bleiben, aber nie die eigenen. Dann haben wir das nämlich mal abgeschlossen. So, jetzt gehe ich mal kurz. Jetzt muss ich natürlich wieder speichern. Weil wenn ich dann aus dem Haushalt rausgehe und wieder rein, dann sind ja auch das, was man gerade machen wollte, ist ja dann quasi auch gelöscht. Und das möchte ich nicht tun. Deswegen werde ich jetzt einmal rausgehen, aus dem aktiven Haushalt rausgehen und dann wieder rein. Oh. Upsala, das war ein bisschen nah am Mikrofon, es tut mir leid. Ich sollte ein bedeutungsschwangeres Seufzen sein. Es geht mich gerade mega auf den Keks. Hauptmenü. Ja, speichere die Stadt halt auch nochmal. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwie das unterschiedlich ist. Meine Kerzen, die etwa 8 Stunden brennen und die ich natürlich erst angemacht habe, als es schummrig wurde, sind bald aufgebrannt. Und ich bin immer noch wach. Es ist bald 1:30. Wollen wir mal kurz gucken? Resse? Und das ist das andere. Wer wohnt denn da noch? Wer ist denn da eingezogen? Hä? Oma? Ich? Wen haben wir denn da? Das ist ein Jahr her, dass wir gespielt haben. Wir haben 2 Katzen. Und irgendjemand ist da scheinbar mit eingezogen. War das aus Versehen? Oder hatte ich den am Anfang schon erstellt? Boah. Gehen wir erstmal wieder hier zurück. Ohne Anmeldung. So, und drückt mir die Daumen, dass der Fehler jetzt weg ist. Das wäre ja echt die Hölle. Wenn wir jetzt dauernd diese Dauerschleife hätten, dann wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Beschwerdebrief schreiben an Maxis. Ist das noch in den Händen von Maxis? Früher war es Maxis. Ich glaube, mittlerweile ist das rein in Händen von ihr Games. Also Sims 3. Oh nö, was ist denn jetzt los? Sich selbst belohnen? Toll. Wie jetzt? Ist jetzt hier dauernd dieses... Okay, dann müssen wir noch was tun. Stadt bearbeiten, fortfahren, ich speichere nichts. Und dann verlassen wir den aktuellen Haushalt. Beginnen wir einen anderen aktuellen Haushalt und kehren dann wieder zurück, weißt du, wie ich meine? Damit dann einige Dinge resettet werden. Zu diesem Haushalt wechseln? Ja. Ja. Nein. So, und jetzt? Hugh Gray. Boah, sieht auch schön aus hier. An sich muss ich ja sagen, sieht geil aus. Und wo bist du gerade? Verspielter Park besuchen. Immerhin ist das jetzt weg, der Fehler. Okay, der lag also an der Familie. Und wenn ich jetzt zurück in die Familie, in die eigene Familie gehe, Stadt bearbeiten, fortfahren, Köster, wechseln, ja, ja. Erstmal fortfahren, erstmal gucken, ob es funktioniert. Yeah! Gut, Mann, ich bin so ein Genie. Hat funktioniert. Okay, also das ist ein nerviger Fehler gewesen. Also weil sie ist auch keine Vampirin, sie kann nicht beißen, ne? Nein, die hat keine leuchtenden Augen, keine spitzen Zähne. Ach, Paparazzi. Okay. Ich muss jetzt verkrampft nach einem... Warte mal, ist das nicht auch Arbeit? Oder habe ich jetzt andere Zeiten?
im Dienst. Da ist es ja auch. Gespenster verbannen. Gespenster verbannen. Okay, es sind gerade nur zwei Orte. Kramos. Oh, hab ich mich eben erschrocken bei diesem Fehler. Wo willst du denn hin? Verspielter Park besuchen. Ach so, die haben sich natürlich eben gerade alle eins eigene Dinge gesucht. Aber wenigstens merken sie sich, wo sie ihr Bett haben. Das ist eine Drache. Wer hat denn da die Nieserei? Wie immer alle Nieserei kriegen. Also der spricht mit sich selbst. Das steht ihm ja frei. Ja, aus der Natur entschlossen, diese Park gegangen, Geruch von frischem Gras und das Rascheln der Bäume, wenn er noch einfach landet in Irrungleien. Es ist sehr, sehr schön. Nein. Die vielen Gespenster lassen darauf schließen, dass hier meine Grabstätte war, doch jetzt steht mein Hauskopf. Ja, ja. Helft ihnen mal. Ich möchte das Haus so ein bisschen verkleinern, ne? Bei mir ist das gerade alles so riesig und groß und ich habe es versucht, realistisch zu gestalten, aber lass mal. Deswegen versuche ich jetzt mal mit schön, so schöne Blick auf die Straße. Hier. Blick auf die Straße. Ja, komm, ein bisschen gleichmäßig wollen wir das schon haben. Also ich will's. Stereo. Die gebe ich dann einfach mir. Die wurde noch nie benutzt hier. Das ist eigentlich sowieso wurscht. Aber wir haben jetzt halt Platz, da geht das mal. Dann kann ich halt auch in dieses riesige Zimmer, um da mal irgendwie sinnvoll was zu machen, eine Bar reinbauen. So. Und. Da die sowieso niemals bei sich im Wohnzimmer rumhängen, mache ich das einfach weg. Die sind ja eh immer bei mir. Die waren in diesem Zimmer hier noch nie. Dann machen wir da dieses Esszimmer draus. Also spätestens jetzt hat es nichts mehr mit der Realität zu tun hier. Medizinschränkchen hier, den ganzen Kram. So. So. Nein. Warte. Boah, das ist gerade so eine Fummelarbeit, hier genau zu treffen. So, nehmen wir mal den hier. Große Fliese mit Fuge. Bappen hier alles zu. Und hauen da ein schönes Dach drauf. Dann habe ich die obere Etage nicht mehr. Muss ich an die obere Etage nicht mehr denken. Nein, ich will nichts wissen. Diese Tipps kannst du allgemein ausstellen. Ich bin der Weisheit letzter Schluss. Brauch keine Hilfe. So, jetzt sieht das hier zwar bisschen übertrieben hoch aus. So. Dann haben wir nämlich das da oben hin weg. Weißt du, wie ich meine? So, dann brauchen wir noch so ein Lämpchen vielleicht hier für die Ecke. So ein Lämpchen hier für die Ecke. Brav. So, und hier würde sich das auch noch sehr gut machen. So. Guck mal, jetzt sind wir wieder über 20.000 sogar. Aber eine Etage ist weg. Aber ich finde es jetzt auch praktischer. Bücher aus dem Bücherregal wurden in Familieninventar verschoben. Sehr gut. So, dann ist das alles wieder ein Ticken übersichtlicher, weißt du? Weil das wird mir jetzt so groß und so. Ein Gespenst gefangen, yay. Am besten ist es immer, wenn man die eigenen Gespenster fängt, ne? So.
Bei mir, wie sieht's wie aus? Verbannen. Jetzt ist er bei dem auf dem Weg zum letzten Fall. Sehe ich denn das? La la la. Nee, das ist immer noch der erste. Da wird rumgespuckt bis zum geht nicht mehr. Okay. Was ist mit Bonehilda? Was treibt die eigentlich gerade? Ist sie hier irgendwo? Guck mal, jetzt hast du auch eine Etage weniger zu bewuseln. Bonehilda räumt gerade die Bar auf. So. Nach und nach wird das alles übersichtlicher. Der Keller. Den würde ich eher lassen. Aber auch sowas wie... Hier. Benutzen wir auch nie hier. So, schaukeln können sie hier bei Bonehilda. Dann ist halt nicht so komisch. So. Machen wir ein Bücherregal hier rein, damit das Zimmer hier irgendeine Bedeutung hat. Das Schlafzimmer könnten wir ja hier mit reinpacken. Von den beiden. Oder vielleicht doch draußen? Und dann würde ich das hier unten wegmachen. Wir haben oben eine Küche, die kochen hier sowieso nie, oder? Wir hätten theoretisch oben... Hier haben wir eine Küche, eine große mittlerweile. Und hier haben wir noch eine Küche. Zwei Küchen haben wir hier noch. Ich denke, das reicht. Wie gesagt, spare in der Zeit. Gut, das Badezimmer wird offensichtlich benutzt. Es wirkt komisch. Bonehilda. Ah, die kann ich nicht verschieben. So, tun wir das da mit rein. Dann können wir nämlich das Zimmer da hinten auch quasi vergessen, weil auch hier das wird nicht benutzt. Es ist, wie es ist. Vielleicht kann ich dann irgendwann die obere Etage auflösen. Ne, weißt du, wie ich meine? Dass ich dann hier unten... Gucke mal. Ist das nicht schön so? Das sind jetzt natürlich Umwege bis zum geht nicht mehr. Gott, wir verändern ja alles. So, machen wir da den Weg rein und nicht mehr vom zweiten Zugang. Wir legen ja jetzt langsam alles zusammen. Ich finde diesen Boden sehr hübsch. Deswegen. Wie gesagt, die Realität ist ja gerade egal. Lassen wir das mal. Dann könnten wir nämlich ihm sein Zimmer lassen. Also sein eigenes Schlafzimmer, sag ich mal. Und die kommen runter. Wie ungemütlich. Jeder muss beim anderen durchs Zimmer durch. Das ändern wir mal und machen hier einen wirklichen Flur draus. Dann würde ich die Mittelwand hier rauskloppen, weil die macht dann auch absolut keinen Sinn mehr. Dann ist das hier alles Flur. Ja, ich versuche hier gerade, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, zu sparen. So, da kann ich gerade eh nicht ran. So, hier würde ich dann einfach die Möglichkeit zu baden noch mit rein verlegen. Auch das hier habe ich noch nie in Benutzung gesehen. Muss ich sagen. Blumen sind immer schön. Die kann man dahin packen. Eine Kommode ist auch nicht schlecht. Die kann man hier unten
noch mit reinbapschen. So, dann haben die jetzt halt Bonehill mit im Zimmer. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Die macht ja nix. So, dann würde ich hier einfach noch einen zweiten Herd reinmachen. Die Küche ist eh groß genug. Und dann einfach die Arbeitsfläche vergrößern. Ausflug in die Natur entschlossen. Das ist super. Geist gefangen. Nervt mich nicht. Genau, ich setze eine Einrichte in den Garten. Jupp. Gut. Die Kommode. Packen wir die hier unten mit rein. Das Bett muss dann auch weg. Aber sonst ist hier alles überflüssig geworden, ne? So, da ist es ja nicht mehr so dunkel. Dann nehme ich nämlich hier oben die Lampen weg. Dann ist jetzt die Etage hier sinnlos geworden. So. Aber sonst... haben wir das. Nein, so rum. Wobei, wir haben hier im Bad auch noch so viel Platz. Ungenutzten. So. Das kann nicht entfernt werden. Dann machen wir hier eine Galerie. Ich lasse die Treppe mal noch drin. Die Persönchen hier müssen ja auch noch rauskommen. Aber der Rest kommt schon mal weg. Dann muss ich nur noch das Bett nach unten verlegen. Dann können wir diese ganze Etage auch noch vergessen. Wie gesagt, ich versuche zu komprimieren, weil das alles zu groß ist. Und ich habe das sowieso nie gefüllt. So, dann kriegen die hier halt ihr Zimmerchen. Wenn das passt. Müssen wir mal gucken, wird eventuell eng. Das wird ein bisschen eng, ne? Das wird echt ein bisschen eng. Hier können wir ein richtiges Computerzimmer bald draus machen. Aber wir machen hier ein Gemeinschaftsschlafzimmer draus. Minimalismus. Alles wird kleiner. Dann wird hier ein Gott, oh Gott. Also, die Hölle, was Privatsphäre angeht eigentlich. Komm, dann kriegst du ja noch dein eigenes Zimmerchen, weil du ein kleines Bett hast. Und die bekommen hier dann einfach zwei Doppelbetten in ein Zimmer. Dann wird das ein Sammelschlafzimmer. Warum machen wir es nicht gleich, dass die hier... Oh Mann. Und was sagt er? Habe ich das gut gemacht? So, hier können sie auch noch essen, während andere zocken. Dann können wir das andere Ehebett nämlich hier reinklatschen. Alles verändert und wir sind jetzt bei Ende 20.000. Wie lange brauchst du? Wer liegt da drin? Jutta hat gerade erst angefangen zu pennen, okay. Weil dann haue ich die Etage auch runter. Kann ich gleich wieder das Dach neu setzen. Aber dann haben wir wenigstens noch zwei Etagen und einen Keller. Und nicht mehr vier Etagen und einen Keller. Das finde ich dann schon mal wesentlich übersichtlicher. Und in 10 Stunden ist das Gejammere vorbei. Dann sind die nicht mehr immer... So, Mischa hat zum ersten Mal einen Hirsch gesehen. Puh, danke, dass du dich um die Gespenster gekümmert hast. Ich konnte gar nicht mehr schlafen. Dann sind die schon mal weg. Und wo hat der einen Hirsch gesehen? Achso, der ist wieder zu Hause. So, wie geht's der Kitty? Kitty Gonzales? Wohl soweit ganz gut, nehme ich jetzt mal an. Und? Habe ich das denn so in Ordnung gelöst? Ist es übersichtlicher geworden? Schöner? Müsst ihr mir mal erzählen. Oh.
Was ich noch tun würde, ist, dass ich den hier nochmal hinlege, weil das ja alles größer geworden ist und dass ich in der Stadt nochmal irgendwo Teilhaber mit werden. Bin jetzt schon im Kino, vielleicht auch noch hier am Beauty-Salon. Komm, Misha, du bist ja sowieso dauernd unterwegs. Partner? Den hat, das haben wir noch nie richtig gesehen, oder? Dass der einen Überbiss hat ohne Ende. Haben wir das? Hier sehen wir das ja auch, hier, ne, an seinem Kopf. Ich will das mal genauer sehen. Seht ihr das? Wie die Zähne stehen. Also ich habe immer Spaß, solche Charaktere zu erstellen. Ich bin da immer sehr schmunzulös drauf. Um nicht zu sagen, schmunzeland. Bin ich aber fertig? Das ist ja cool. Oder ich habe keinen Bock mehr auf Arbeiten, das kann ja auch sein. Es ist, guck mal, es ist Freitagabend. Was macht man Freitagabend? Man könnte natürlich weiterarbeiten. Oder man geht hier mal in die Drachenschenke. Ich möchte mich nicht wieder mit einem unbeliebten Mitbewohner streiten. Die beginnt sich krank zu fühlen. Das ist das Schlimme am Zusammenwohnen. Alle werden dauernd krank, weil sie sich immer alle gegenseitig anstrecken, anstecken, anstrecken. Wie sieht es eigentlich aus mit Ursel? Die ist 78. Ich will einen Überblick behalten über das Alter der Leute. Ich habe doch keinen Hirsch gesehen. Na gut, vielleicht aus dem Fenster, ne? Wo wieder hier erstmal voll der Wiesenweg ist. Eigentlich überhaupt kein Weg, der hierher führt. Ne? Einfach nur eine gefahrene Strecke. Misha ist Partner vom Wellness Center geworden. Er hat jetzt ein Anrecht auf die Profite. Ich auch. Hier ist natürlich niemand. Es ist Freitagabend und hier ist niemand. Was ist denn hier los? Was liest du? Von Clowns und Klonen. Ich hau dich gleich. Lesen. Passives Spiel zum Sieg. Wirtschaftsrecht. Das ist aber auch nichts Tolles. Zombies, Zombies. Seancen und der siebte Sinn. Das ist wenigstens was, was ich gebrauchen kann für den Beruf. Clowns und Klonen. Kann ich das kaufen? Nein, natürlich nicht. Kann man eigentlich auch unterwegs sein und sieht dann Grundstücke? Hier in der Nähe wohnen ja nur... Gott, ist das geil texturiert hier. Sieht das toll aus. Wenn ich hier hinginge... Oh, tatsächlich. Ich wollte nur mal gucken, wenn ich rumwandere, sehe ich dann das Grundstück, auf dem ich bin? Sehe ich das detailliert und sonst nichts anderes? Das heißt, wenn ich hier jetzt draufgehe und besuche diesen Haushalt... Ich bin ein Tester. Tatsächlich. Hat das gesehen? Für einen kurzen Moment war der Nachbarhaushalt hochauflösend. Lerne ich jetzt eigentlich dadurch, dass ich das lese? Tatsächlich. Ein Drachenei. So, der ist wieder daheim. Und möchte schaukeln. Jutta jetzt gut. Dann siehst du ja auch nicht Jutta. Verstehst du? Weil es ihr gut geht. Ah! Oh Gott. Ist das flach. Kommt ihr erstmal in mein Alter. Dann dürft ihr auch solche Witze reißen. Oh, wie geil. Ein Wildpferd. Hübsch. Wer ist das? Chili-Katze. Wildpferd. Süß. Ein Pferd.
Aber es gefällt mir hier. Also wie gesagt, wenn es so eine, oh Gott, wenn es sowas hier gäbe, oh, wenn so eine Schenke hier gäbe, weißt du? Mit Bars, mit Tresen, mit so schönen Lokalstühlchen und eine Bibliothek mit da dran und da und alles und vor allem alles so gemütlich schön gemacht hier. Auch mit einfach nur meinem Raum zum Sitzen. Also, ich würde extrovertieren. Aber sowas von. Nee, ich würde dann einen Job annehmen hier. Ich würde hier mitmachen wollen. Das sieht echt, das ist echt schön gestaltet hier, das Häuschen. Ja, ich weiß, ich bin immer leicht zu mitzureißen. Sieht immer. Verzeiht. Es geht manchmal mit mir durch. Du musst ins Bett. Jetzt guck dir das Nachbargrundstück an und ich gucke, ob man eine Einsicht auch in das Haus kriegt, wenn man da nur hingeht. Weil das würde unser Problem lösen, das wir haben. Dass wir irgendwie die drei Familien, vier Familien sehen und die anderen 20 nicht. Aber wenn ich einfach nur deren Grundstück betrete, muss ich dann klingeln und begrüßt werden? Oder kann ich einfach so überall rein quasi? Das wäre interessant. Und ich entschuldige mich. Es ist schon wieder viel zu spät. Es ist tatsächlich einfach da. Was war hier unten eben los? Nichts. Auf jeden Fall habe ich schon mal einen Blick auf außen. Aber auf alles? Mensch, da ist doch schon einer. Dann sag Hallo. Da, sag Hallo. Was? In Haus eingeladen werden. Muss ich nicht mal Hallo sagen? Ja, komm rein. Leute laufen hier alle. Ich dachte eben, die hat gar nichts an. Ich wollte schon sagen, warte, die Leute laufen hier alle nur in Hose rum. Nee, das ist ein sehr natürliches Hemd. Darf ich jetzt rein? Okay, die sagen jetzt alle Hallo. Ah, und jetzt sehe ich das hier drin. Schön. Tatsächlich sehr schön. Mann, das ist eine schöne Vase. So eine riesige wie im China-Restaurant. Oh, jetzt gehen hier bei mir im Haushalt langsam die Kerzen aus. Was denn? Dann sprecht halt. Freundlich. Mal aussehen, prahlen. An Schulter ausweinen, genau. Guten Tag. Freut mich, dich kennenzulernen. Dann direkt an Schulter ausweinen. Und Leute schlafen alle. Du bist noch wach. Freundschaftlich begrüßen. Und ich glaube, ich sollte dann auch mal ins Bett. Ah. Okay, mit Ei. Was? Flo, kleiner Hund. Süß. Einen Hund gibt's hier auch. Aber sonst nichts. Hier wohnt ein Hund. Aber hier ist kein Napf. Hier ist gar nichts. Na, die kümmern sich ja. Lustig. Pflicht einfordern. Was ist daran lustig? Ekliges Video zeigen. Soria findet, dass Jan okay ist. Na, no, oh Mann, ein ekliges Video zeigen. Das ist natürlich. Ah ja, sie muss fast kotzen und das findet sie sympathisch. Das ist natürlich. Spezial? Freund des Übernatürlichen. Mundhygiene loben. Was ist denn an Mundhygiene übernatürlich? Oh mein Gott. Ja, du hast da voll. Ja, was, ich versuche gerade eine Verbindung herzustellen zwischen Übernatürlich und Mundhygiene. Gott, mir geht's jetzt gerade echt mies. Gut, wir haben festgestellt, wir können Haushalte einfach betreten. Sollst du? Wir erschrecken jemanden. Und direkt gesellig. Okay. Erste Begegnung mit einem Vampir. Was ist das denn? Hypnotisiert werden. Das ist natürlich sehr nett. Vorwerfen, eine Diva zu sein. Und mach dich noch nicht gleich unfreundlich. Freundlich. Einschlagen.
Während ihr nicht schnell die Anmeldung des Reis sehen. Jetzt verstehe ich es mit der Mundhygiene, aber nimmt sich schlecht. Der Macht wird ihm bitten zu gehen. Warte mal, freundlich? Kann man nicht entschuldigen? Mehr. Lass das mal. Kann man sich hier nicht entschuldigen? Wie böse ist denn das hier alles? Freundlich. Kennenlernen. Weil ich habe hier noch mit niemandem gesprochen. Ja. Und hier hätten wir zumindest schon mal einen Vampirhaushalt. Direkt neben der Schenke. Okay, nun ist gut. Das Leben ist einfacher, wenn du Gruppen. Ja. Ja, eine Schulhymne kennt. Das Soria, sie kennt, ne? Ach so, seine, okay. Ja, seine, okay. Tatzelwurmschule. Ist böse. Na, das macht ja vieles einfacher. Nicht. Und dann ab nach Hause. Geh schlafen. So. Ab nach Hause. Und ich werde jetzt auch in der Realität müde langsam. Und die Aufnahme ist auch absolut zu viel. Das sind jetzt über 50 Minuten. Ich kann ja mal morgen weitermachen. Ich muss ja nicht immer so lange. Es ist jetzt auch 1 Uhr. Oh Gott. Bald 55 Minuten oder so. Es tut mir leid. Aber ihr werdet ja nicht mehr da, wenn ihr es nicht wollt. Genau, erstmal kacken gehen. Die trinkt da Blut, so wie es aussieht. Genau, Plasma. Orangensaft. Plasma-Orangensaft, auch schön. Das Hundchen zerfetzt gerade die Möbel. Das sieht hier echt schön aus. Hör auf zu jammern. Wie kann man Teppich schräg legen? Wow, ein Vampir. Unglaublich, ein echter, lebendiger, atmender Vampir. Ja, weiß ich nicht, ob sie atmen, wahrscheinlich. Oh. Und weg. Ich konnte es nicht mehr lesen. Ich sollte mein eigenes Video schauen, dann sehe ich das ja. Sehr hungrig. Ich glaube, ich muss mich erstmal um mich kümmern. Du bist heute Geburtstag und ohne Spielzeug. Wenig liebevolle Zuneigung sind immer gesehen. Gern gesehen. Okay. Boah, wie böse ich gucke hier. Oh. Ja. Gut. Hunger und müde. Aber ich glaube, dann wäre jeder knätschig. Also, ich würde jemals mal sagen, was fressen. Frühstücken. Pfannkuchen. Und dann ab ins Bett. Schlafen. Bob. Was machst du? Zum Rechner? Die ist natürlich wieder nur in ihren Foren unterwegs. Oh, jetzt ist Misha am Pennen. Kann ich das Bett da jemals entfernen? Was ist das? Charlie Seams, Frankreich besuchen. Und bitte, nur weil du müde bist, fackel die Küche nicht ab. Bitte, fackel die Küche nicht ab. Es sind nur Pfannkuchen. Das wird sogar ich hinkriegen. Sogar mein echtes Ich wird's hinkriegen. Aber wisst ihr, ich habe doch gerade gesagt, wir machen Schluss für heute, ne? Halte ich mich mal dran und sage vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser fast einstündigen Folge. Oh Mann, wie ich immer übertreibe. Eskaliere. Alles. Wie gesagt, habt Dank, bis morgen und bis dahin sage ich einfach mal tüdelö. Und Ende. Aufnahme, Ende. Und beenden. Beenden. Das Spiel ist jetzt zu Ende. Also für heute. Dann mache ich einen Strich, kann ich morgen weiter zocken, wenn es mir so Spaß macht. Blub. Spiel weiter, wo du aufgehört hast. Erstmal alles beenden. Und ciao.